Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ratatouille. Ja, wir sind letztes Mal hier angekommen. Hold the Scent Vision button to use Remy's Scent Vision and find your way through the level. Okay. Thanks for the tip. Ja, thanks for the tip. Ah. Ich wollte gerade sagen, habe ich meine... Nee, ich habe die doch noch nicht geändert, meine Buttons. Okay, jetzt müssen wir Sterne einsammeln. Pick up all the stars in the level to get 100% completion. Back to work. Yes, back to work. Ist hier hinten sonst noch irgendwas? Da hinten ist noch was, aber ich weiß nicht, ob ich da schon hin will. Oder auch nicht. Huch. Will ich da rüber? Ich gehe da einfach mal hin, denn da ist ein Stern. Aber da komme ich nicht hin. War das alles? Huch. Oder gibt es hier vielleicht irgendwo was, was ich da hoch mitnehmen kann? Das ist da hinten. Was ist das? Ich kann das nicht erkennen. Oh, scheiße. Pick up all the light bulbs to complete the colony mission. Okay. Completing the colony mission will give you a nice upgrade for the rat's colony in the sewer. And 10,000 Gusto points to use in the Gusto's shop. Nice, das hätte ich voll gerne. Okay. So, da muss ich, glaube ich, sonst nicht drauf, oder? So, komme ich hier weiter? Ja, endlich schon. Da hinten liegt auch noch was. Und ich möchte so viel wie möglich kriegen, wenn ich das schon nicht bei Assassin's Creed schaffe. Dann möchte ich das doch hier schaffen. So, okay, jetzt habe ich die Kamerasensibilität ein bisschen runtergeschraubt und das ist sehr langsam. Ja, wir müssen die wieder hochschrauben. Okay, cool. Wir machen weiter. Vielleicht muss ich die sogar ganz hochschrauben. Sorry. Sorry, aber manchmal merkt man solche Dinge erst beim Spielen. So mittendrin. Aua. Oh, das sind Viecher. Das sind Spiders. Okay, ich weiß auch nicht, ob ich jetzt hier durch muss, wodurch kann. Ist das nur, um hier irgendwie was Besonderes zu machen? Okay, warte. Können wir die Kamera ein bisschen drehen? Kann ich die? Nee. Okay. Oh, oh, ich bin wieder tot. Upsi. So, aber wir finden uns langsam zurecht, nicht wahr? Aber wieso ist da ein Löffel? Wieso brauche ich den Löffel? Wofür? So, da kam ich hoch. Ich könnte da weiter hoch und dann... Ja, bringt mir das irgendwas? Das bringt mir doch gar nichts, oder? Zumindest wüsste ich nicht was. Ich könnte dann vielleicht da auf das Rad hier irgendwie oder auf die Röhren, wie nennt man das? Ihr wisst schon. Ihr wisst schon, aber das bringt, glaube ich, nichts. Kann ich die nicht mitnehmen? Wieso glitzert die so? Als ob ich damit was machen kann. Kann ich die rumschieben? Eigentlich nicht, ne? Glaube ich zumindest nicht. So, und sonst ist hier doch auch nichts Besonderes. Na ja, gut. Kann ich dich denn... Ah, guck mal, da ist noch eine Lightbulb. Die möchte ich haben. Da muss ich nur gucken, wie ich hier rüberkomme und wie ich da hochkomme vor allem. Wie kommen wir da hoch? Komm
kommst du da? Da kannst du nicht rein, ne? Nein. Das geht nicht. Oder wir müssen da irgendwie das Wasser aufdrehen oder sowas. Oder wir müssen halt hier hoch irgendwie kommen. Wir können dann da durch. Aber so geht das nicht ganz. Ich brauche irgendwie eine Dose. Und ich sollte hier nicht reinfallen. Aber ist das eine Dose, die ich nehmen kann? Nee, oder? Sieht nicht so aus. Das sieht nicht gut aus. Da soll ich dann doch hoch. Oder da in die Mitte noch auf das Ding. Kann ich da was machen? Okay, und da hinten ist der Löffel. Aber wie würde mir der Löffel denn weiterhelfen? Ah, okay, da kommt er sogar hoch. Warte, du kamst doch da gerade hoch. Ja. Kannst du hier was machen? Nee, nicht wirklich. Und ich komme auch hier nicht weiter, ne? So nah und doch so fern. So nah und doch so fern. Nee, da kommt er nicht hoch. Oder hier muss irgendwie Luft rauskommen, dass er hochschwebt. Irgendwie so denke ich mir das. Aber gut, vielleicht gibt es noch irgendwie einen anderen Weg. I don't know. Naja, wir probieren erstmal hier weiter zu gehen. Möglichst, ja, vielleicht press the context move button to use the ratapult. Okay, okay. Okay, okay. Und dann kann ich hier später wieder runter, oder wofür ist das gedacht, dass ich hier drauf kann? Man weiß es nicht genau, aber das machen wir erstmal nicht. So, the ratapult. Break that bag with the context move button and see what's inside of it. Thank you. Ah, das ist zwar schön, aber ich will hier eigentlich noch nicht weg. Da unten ist der Löffel. Hier kann ich überall drauf. Kann ich da hinten eigentlich so hoch? Ich glaube, ich sterbe mal wieder. Okay, aber wir müssen ein paar Sachen jetzt am Anfang ausprobieren. Das ist eben so. Wenn man den Anspruch hat, hier möglichst viel rauszuholen. Vielleicht ist es auch nur einfach, um wieder runterzukommen. Vielleicht habe ich auch einfach später mehr Fähigkeiten. Das könnte auch sein. Das könnte auch sein, weil irgendwie sehe ich nicht den richtigen Weg, um da wirklich alles zu holen. Aber vielleicht finden wir hier noch was, was uns irgendwie weiterhelfen kann. So, da ist ein Feuerchen. Okay. Ach, da könnten wir vielleicht durch. Jetzt sind wir aber schon woanders. Kann ich nochmal zurück? Oh nein, ich kann nicht nochmal zurück. Scheiße. Scheiße, Remy. Oh, und die Kamera kann ich jetzt auch nicht mehr richtig drehen. Doch, kann ich. Okay. Ah. Naja, gut. Vielleicht kommen wir da irgendwann nochmal hin. I don't know. Upsi. Da fällt was runter. So, immer schön springen. Und hier über die Röhren. So. Okay. Ja, Cheese brauchen wir jetzt nicht, weil wir eh schon gestorben sind. Warte. Ich will nochmal hier in die Richtung gucken, ob wir da sonst noch irgendwas machen konnten. Weil da rechts so ein Lüftungsding ist. Ich weiß aber nicht, sieht nicht wirklich so aus. Aber wer weiß. Oh, aua. Oh, nein. Pick up cheese to replenish your life bar. One piece of cheese will give you one life bar.
So, und... ich war zu vorschnell. Ich war zu vorschnell. Okay. Und durch. Und durch. So, und uns geht's nicht so gut, aber hier haben wir Käse. So, noch mehr Käse. Okay, sehr gut. Okay, und da ist wieder so ein Ratterpult. Oh Mann, es ärgert mich, dass ich da jetzt wohl Sachen übersehen habe. Oder halt vergessen habe. Weil ich nicht wusste, wie ich drankommen soll. Prepare the soup following Remy's suggestions. Each ingredient is assigned to a button. Press the button corresponding to Remy's suggestion while visible on the screen. Oh, oh Gott. Was muss ich drücken? Das. Okay, das geht zum Glück mit den Buttons. So, links. Unten, links, unten, oben. Da hat der, ich habe seinen Namen schon vergessen, der gute Küchenjunge da voll den Fehler gemacht eigentlich, dass er mit der Suppenkelle da reingeht und einfach so, ja, von der Suppenkelle trinkt. Ich glaube nicht, dass das so gut ankommt in einer professionellen Küche. So, wir schauen mal, ob hier hinten noch irgendwas Schönes ist. Hier ist doch bestimmt noch was. Kommt schon. Lasst mich nicht hängen. Nichts? Wirklich? Okay. Aua. Sorry, Remy. So, dann gehen wir hier durch. Great! Great! Und unsere erste Rutsche. Slide down the pipe as fast as you can and beware of traps. Press the move buttons to move Remy. Hold the dash button to speed him up. Press the jump button to jump over gaps. Pick up all the stars to get a reward. Ah! Okay, ich krieg sie alle. Wir schaffen das. Wir folgen einfach August Gusto. August Gusto. Gar nicht so einfach auszusprechen, finde ich. So. Aber später wird es wirklich, wirklich schwer. Und ich glaube, ich habe es immer auf Medium gespielt. Und irgendwann kriegt man die Sterne nicht mehr. Also... Es ist zwar ein Kinderspiel an sich, aber von der Schwierigkeit kann man da schon einiges rausholen.
Und das ist nur Medium. Okay. Ja, komm, lass uns wieder ein bisschen schneller werden hier. Ich glaube, schneller? Geht noch schneller? Ich weiß nicht. So, und links von uns sind auch noch Sterne. Da kommen wir irgendwann, glaube ich, auch noch durch. Da müssen wir das jetzt machen. Vielleicht muss ich das... Ah, muss ich das jetzt machen? Kann ich da jetzt durch? Ah, ich kann da auch jetzt durch. Okay. Ja, dann machen wir das wohl so. Gut zu wissen. Und dann kann ich da hinten wieder raus und slide nochmal down. Ja, cool. Haben wir 83 von 100. Mal gucken. Ah, jetzt legt er sich einfach hin. Okay. Oh, okay, es wird schwieriger. Ich darf nicht den Button so viel hin und her bewegen. Okay, aber wir werden auch wieder langsamer. Thank you. So, hier sind wir irgendwie recht langsam. So, dann leg dich wieder hin. Wie viel haben wir? You have collected all the stars. You will be rewarded with 500 Gusto points. Who's the rat? I'm the rat. Yeah, I'm the rat. So, Mission complete. Ich weiß gar nicht, wann wir zu Gustos Shop gehen können, aber wir schauen mal. Das hier ist das nicht, ne? Nee, ich glaube nicht. Oder kann ich da Mission Briefing? Nee, ist was anderes. We thought we'd never see you again. This is great. You're back home? Oh, wait till Dad finds out. Finds out what? Remy! Thank goodness you're alive. Dad, it's great to see you too. We're here because of your harebrained scheme back at the cottage. It's hard to move a village, you know. Finding a new poison checker has been a complete disaster. I'm sorry, Dad, but I'm here now and I want to help. All right, follow me and we'll get to work. Okay, dann geht's weiter. So, wir haben einen von 8 Lightbulbs. Da hinten ist noch eine. Was machen wir mit dem Löffel? Das hilft mir doch irgendwie gar nicht, oder? Wie kann ich den nochmal liegen lassen? Kannst du den bitte irgendwie ablegen? Scheiße. Wie werde ich... Okay, doch, ich werde den wieder los. Aber wie komme ich hier hoch? Wie komme ich da hoch? Irgendwie gar nicht. Ich sehe auch nichts in diese Richtung. Oder wir müssen irgendwie... Ja, weiß ich nicht. Wie komme ich da hin? Da ist was Interessantes. Pick up the bomb with the context move button. Once you've picked up a bomb, it will detonate quickly if you drop it, so be careful. Moreover, hidden foes may be blown away by this punchy sauce. Okay, hidden foes? Okay. Was sind denn meine... Use a bomb to blow up that box and see what's inside of it. Okay. Und schnell weg, weg, weg. Okay. Und... Ja, es kommen Sternchen raus. Es kommen ganz viele Sternchen raus. Okay, und nochmal. Für diese Box. Use a spoon to break the box. Okay. Ja, wir machen es jetzt trotzdem nochmal mit unserem... unserer Bombe. So, aber ich komme hier nicht weiter. Ich komme da nicht oben drauf. Ich kann auch nur zweimal hintereinander jumpen. Und hier geht's nicht hoch. Ja, dann bin ich komplett überfragt. Ach so, die ist jetzt wieder da. Das heißt, ich muss den Spoon benutzen anscheinend. Sonst geht's wohl nicht.
Okay. So, Papa. Ah, Remy, I've been waiting for you. Sorry, Dad, I got lost and ended up in Paris. Speaking of good food, they feed dogs a bucket of scraps in the courtyard every day. We need to get a hold of that bucket. Yeah, but how? Ah, don't worry about it. Just use that nose of yours to find the other rats in the courtyard. They know all the details. But remember, beware of the dogs. Dogs? Great. Yes. So Remy left the simple life of the country behind him and came to Paris, where life is much more, how you say, complicated. Ja, sehr viel mehr complicated. Kann ich nochmal zurück? Home, Stink, Home. Hm. Weiß ich nicht, vielleicht dann doch irgendwie wann anders. So, wir schauen uns alles hier mal an. Alles, was es gibt. So, einerseits gibt's hier was. So. Sind schon mal 3 von 100 Sternen. Dann gibt es hier Essen. Do you want to enter that salute of fruit? Ja, wieso nicht? Sind das hier jetzt verschiedene Level? Find your way across the dream world's amazing scenery. Pick up all the stars to get a reward. The possibilities are endless here. Okay, das war blöd. Okay. Ah, das fährt hin und her, das Ding. Okay, das habe ich nicht gecheckt. Gut, dann warten wir. Und hier sind so viele Früchte, so viel schönes Obst. Du, du, du. Du, du, du. So, jetzt fahren wir einfach einmal rum. Ist da hinten noch was? Nee, da ist keiner mehr. Kein Sternchen. Jetzt sollten wir alle Sterne haben hier. Okay. So, und dann, da kommt auch wieder was angeflogen. Ist ein bisschen schwierig zu sehen hier, perspektiventechnisch. Aber okay, kriegen wir hin. Vielleicht muss ich eher so ein bisschen seitlich das Ganze angucken. Gott, da ist das nächste. Okay. Dann fährst du hoch. Dann sind wir schon bei der Orange. So, dann können wir wieder hier unsere Rundreise machen. 26 von 100. Okay, so, dann warten wir, bis wir zu dem Stern hier kommen und auf den nächsten Elevator, wollte ich sagen, fast, komm. So, haben wir da alle eingesammelt? Ja, sieht so aus. Okay, du drehst dich auch nochmal. So, die nehmen wir auch alle mit. Was ist denn eure Lieblingsfrucht, wenn ich euch mal so fragen müsste? Ich glaube, bei mir ist es, es hängt ein bisschen von der Zeit ab, aber ich finde, wenn es eine richtig reife, geile, süße Mango ist, ist es sehr lecker. Aber Mangos zu schälen und zu schneiden, das ist weniger angenehm. Sonst Brombeeren finde ich auch toll, aber die, ja, sind, oh, guck mal, da ist noch was. Und jetzt fahren wir darum. Ja, Brombeeren sind super. Und ja, ich weiß nicht, würdet ihr sagen, Avocado ist eine Frucht? Ich bin mir da nicht so sicher. Ja, aber sonst, Früchte sind was Tolles. Wobei ich muss sagen, wirklich Apfel und Birne, so die klassischen deutschen
Früchte esse ich gar nicht mal so gerne. Man ist dann doch irgendwie auch verwöhnt. So, da holen wir alle. Dann fahre ich noch eine Runde. Guck noch mal rum, ob wir alles haben. Wir sind ja hier nicht unter Zeitdruck, so wie ich das verstehe. So. Diese Melonen sind auch lustig. Ja, Melonen gibt es ja auch sehr viele Sorten von. Melonen sind auch ganz gut. Wassermelone, ja, ist in Ordnung. Im Sommer wirklich ganz schön, wenn es heiß ist. Sonst auch gerne Honigmelone. So, jetzt jumpen wir hier hoch. Okay, auf die Banane. Wir sind bald durch anscheinend. Oh, okay, das war ein bisschen dumm, aber wir haben es noch geschafft hier durch den Erdbeerring. Okay. So, sofort durch. Und hier durch. 97 haben wir. 98. 99, 100. Das müssen wir hinkriegen. Ja. Bravo, you have collected all the stars. You will be rewarded with 500 Gusto points. Cool. Oh yeah. Mission complete. Gut, dann gehen wir mal hier weiter. Huch, da bin ich runtergefallen. So, ein bisschen Konzentration. So, noch ein paar Sterne. So, da kann ich hin. Okay, das bringt aber an sich nicht so viel, ne? Wenn da sonst nichts ist. Gleich sieht mich der Hund, oder? Siehst mich nicht. Remy, there you are. Gusto's restaurant is over there, just a few meters away. That's the good news. And the bad news? The bad news is there's a crazy dog guarding the entrance to the courtyard. You're gonna need to find a dog bone to lure the thing away. Got it. Let's go. Okay. Wie denkt Remy sich das jetzt? Weil ich meine, hier war ja gerade noch das Problem, dass ich da irgendwie nicht rüberspringen konnte. Aber gut, vielleicht war ich da einfach nicht so gut beisammen. So, okay, dann probieren wir das nochmal. So, hier hoch, hier hoch, hier hoch. So, jetzt aber. Ah, okay, und da kommt dann der Dogbone raus. Verstanden. Wo ist er denn? Da hinten? Da ist der Dogbone. Use a tail swipe attack, pressing the context move button to get rid of those filthy cockroaches. Okay. Thank you. Aber erstmal nehmen wir ein bisschen Käse. So, press the context move button to pick up the bone and then get back to Twitch by the ratapult to throw it to lure the dog. So. Und weg sind die Cockroaches. Und sonst da hinten ist nichts mehr. Da ist noch eine. Da kommen noch welche. Soll ich noch mehr auf noch mehr Cockroaches warten? Nee. Oder doch? Kam da? Doch, das sind noch welche. Aber da kriege ich keinen Stern mehr. Oh nein. Okay, back to the Ratapult. So.
Mission complete. Gut, irgendwo war hier noch ein Stern. Da ist noch ein Stern. Konnte ich den übersehen? Oder kam der jetzt von dem Hund? Nee, ne? Hey, good job! Dogs aren't so smart after all, huh? Now we need you to disable those rat traps. It's not safe for us out there. Can you do this? Uh-oh. All right, so what do I do? Hey, I got it. Why don't you find some spoons to disable the traps? It's dangerous out there. Be careful. All right, got it. Okay. Wir sind ganz vorsichtig. So, hier können wir mal nach oben. Ah! Nicht runterfallen. So, 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 so. Okay, da können wir auch dran. Bringt uns aber nichts. Das bringt doch gar nichts. Da kann ich da noch weiter? Nee. Habe ich da gerade was gesehen? Nee. Okay. Disable the rat traps. Eine von vieren. So, da hinten ist noch was. Noch ein paar Sternchen. Kann ich da rein? Nee. So, aber hier kann ich auch nicht drunter durch. Nein? Okay. Hallo, Hundi. Aber ich kann hier hinten durch, das ist gut. So, hier könnte ich hoch. Da ein Spoon holen. So, wo waren die nächsten Rat Traps? Was sind denn die? Ah, da ist noch eine. So, hier ist ein Ratapult. Ah, da komme ich den ganzen Weg da hinten hin. Okay. Pick up all the darts to complete the colony mission. Ach so, completing the colony mission will give you a nice upgrade for the rat's colony in the sewer. And 4000 Gusto points to use in the Gusto shop. So, jetzt muss ich aber nochmal gucken, ist da oben noch was? Da ist ein Dart. Aber wie komme ich denn da hin? Und da ist noch ein Stern. Okay. Komme ich da irgendwie von hier hin? Nee, ne? Wobei. Ja, doch. So kommst du da tatsächlich hin. So, kommen wir auch hier rein? Nee. Da ist jetzt unser Spoon. Okay, wo sind die weiteren Traps da hinten? Ich verstecke mich kurz mal vor Hundi. Okay. Wo ist der letzte Spoon? Ah. Das sind also die Darts, die wir einfach so einsammeln können. Da ist noch ein Spoon. Hallo, ich möchte den Spoon haben, danke. Okay, jetzt haben wir ihn runtergeworfen, sehr gut. Da ist noch ein Dart. So, und wenn wir schon mal hier sind, dann schauen wir uns nochmal um. Da oben hatte ich eigentlich auch was gesehen. Wie kommen wir da hin? Wie kommen wir da hin? Eigentlich von der anderen, von der Außenseite oder von dort, von diesem Dach. Wie kommen wir auf dieses Dach? Ich weiß es nicht.
Kommen wir da von hier irgendwie weiter? Nee, oder? Aber da ist auf jeden Fall was. Ist da auch ein Spoon? Da, nee, da ist was anderes. Ist das ein Dart? Das sieht aber so komisch aus. Nee, das ist ein Schirm, Regenschirm zum Fliegen, denke ich. So, wo ist jetzt... ach ja, den Spoon haben wir runtergeworfen. Ich bin verwirrt. Okay, so, wo ist Hundi? Da ist Hundi. Oh, hi Hundi. So, ich gehe lieber nochmal hier hinten durch. So, wo ist die letzte Trap? Nicht hier. Nicht hier. Nicht hier. Hundi, sag mal, wo ist die letzte Trap? Da ist die letzte Trap. Okay, cool. Mission complete. Oh, okay, wir gehen weg, wir gehen weg. Oh, scheiße. Gut, und wir müssen jetzt irgendwo anders hin. Das würden wir aber in der nächsten Folge machen und irgendwann kommen wir dann hoffentlich auch rein ins Restaurant. Bis dann!